Zurück zum schwimmenden Schwarzmarkt. Ja, guck mal, liebe Katze, hast du ein bisschen Thunfisch? Aus echten Delfinen gemacht. Komm, Kitschi, 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 komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Miau. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchendualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Hallo Katja. 9 Leben und 0 Manieren. Was sagt man da? Na dran. Das nehme ich so hin. Eine Katzenklappe, wie vorhergesehen. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Aber Goal. 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 Hey, Goal. Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Okay. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha! So eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? 3-mal darfst du raten, Baby. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Gerade deswegen. Jetzt noch 2-mal. Okay. Hast du durch diese Katzenklappe? Ich glaube nicht. Ich bin immerhin nicht so sportlich wie du. Naja, das stimmt, schon klar. Warum machst du es dann nicht selbst? Tja, ich würde ja, aber meine Schultern sind einfach zu breit. Und dann all diese Muskeln und so. Ui, darf ich mal anfassen? Na klar, bedien dich. Leidest du unter so einer Krankheit, bei der die Knochen labbrig werden? Was? Nein! Du Armer! Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ich glaube, dass mir Baby Goal hier nicht weiterhelfen kann, aber vielleicht Krawall Goal. Oh yeah. Oh, na endlich! Ja. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Läuft bei uns. Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Baba. Oh, kann ich jetzt Go steuern? Das wäre ja geil. Ach, schade. Also, cool, dass er jetzt offen ist, aber... Ich hätte gerne mal Goal gesteuert. Ohne Scheiß. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Okay, die Tür ist offen. Rein in den Gadget Shop. Ich befürchte, dass das ein Laserstrahl ist. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung.
Ausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Und genau das, was wir gerade gesucht haben. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Ich befürchte, wir brauchen doch die Lottozahlen von dem Seher. Hehe, sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Habe jetzt eine gerade Banane, auf der hoffentlich Liebold nicht ganz so sehr ausrutscht. Das Einzige, was bei ihm noch aktiv ist, ist dieser kleine Scanner dort. Wofür der wohl da ist? Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, es ist eine blöde Idee, das jetzt zu machen. Die zehnte Summe Tetris. Hallo, aufwachen! Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Okay. Das hat jetzt... Och Mann, oh, ich wollte, dass irgendwas Dummes passiert. So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Das wäre so schön. Oh Junge, oh Junge. Haben wir noch was zum Anklickhorn? Außerdem der Angler. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Das ist mir zu blöd. Ich verschwinde. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Gut. Zurück nach Porta Fisco. Am alten Stinker vorbei. Und jetzt unser brillantes Manöver mit einem brennenden Reifen im Vordergrund. Ja, es wird spannend, es wird spannend. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Ich bin blind! Ich bin blind! Na, das ist schön, dass es euch freut. Na, den Delfinen scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Schön. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, im Gefühl gehabt, dass das mit... Dass Rufus das machen muss, ganz einfach. So, der Delfine sind aufgemuntert. Wir brauchen jetzt... noch die Torpedo-Ausrüstung. Nein, ich... Nein. Definitiv nicht den Hinweis anwenden. Definitiv nicht. Warum, ich hab den Sender noch repariert. Beziehungsweise... Das hätte ich mindestens genauso gut hinbekommen. Das war's. Ja. Ich empfange negative Vibrations. Mal wieder zurück. Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein. Okay, dann... Ich glaube, okay, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerät. Ja, und mein Magen...
Thunfisch. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Nee, definitiv nicht. Ich würde gerne das Planschbecken mitnehmen. Ja. Gut. So viel dazu. Ach, dieses ständige Hin und Her. Zurück zur Isla Obacht. Okay. Dann werden wir jetzt mal was Schönes vorbereiten. Und zwar hier auf das Plateau. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Jacuzzi. Wir pumpen das Wasser. Pumpen wir mal ordentlich kräftig. Kräftig. Na super. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. Das ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall sollten wir vorher Go noch umprogrammieren, weil ich glaube, Baby Go eignet sich für diese bevorstehende Aufgabe mehr als bestens. Baby Go! Ich liebe die Erfindungsdinge. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Das macht's nicht besser. Kannst du dich nochmal an das Planschbecken stellen? Na klar. Mach mal, ist gut. Und jetzt? Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Wortspiel. Weil du von einem Blitz getroffen wirst. Was? Was? Komm erst mal wieder runter. Ich hab den Schirm vergessen. Okidoki. Ich hab den Schirm vergessen. Immer gut, dass Baby Go so dermaßen naiv ist. Kannst du dich nochmal an das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Okay. Okay, es passiert nichts. Und versucht aber jetzt mal vom den Funkmast zu erklimmen. Dann wollen wir mal. Aua. Vielleicht gebe ich mal Gold den Sender. Ich habe den Sender repariert. Wow. Gibt es auch etwas, das du nicht kannst? Tja, ich kann dich einfach nicht anlügen. In Wirklichkeit hat nämlich Doc... Nein, warte. Ich glaube, ich kann dich doch anlügen. Dann kannst du ja doch alles. Ja, stimmt. Nur warum klappt das jetzt nicht? Süß. Sie passt zu mir. Alles gut bei dir? Alles supi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gespannt ich bin. Glaub mir, du wirst noch viel gespannter sein, wenn mein Plan funktioniert. Hui, wie schön. Es wird eine elektrisierende Erfahrung für dich. Oh, ich freu mich so. Die Erkenntnis wird dich sozusagen wie ein Blitzschlag treffen. Wie war das? Das, vergiss es einfach. Ja. Wie waren noch gleich diese Gewittertipps? Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Aber... Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Ja... Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Ja. Also muss ich vielleicht doch erst mit dem Seher quatschen. Und ihn dazu überreden, dass er mir endlich die Lottozahlen verrät. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin... Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Hier hast du eine Balance. Ich sehe, du planst um dein Schiff. Aber so, das Schiff.
Ich sehe aber das... Ups. Ich sehe du aber so das Schiff... Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Ich sehe, du hast... Aber... Ich will dich nicht... Ich habe es... Aber er kann doch die Lottozahlen vorhersehen. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Was sagt denn Janosch dazu? Hey, Janosch! Ah, Ruvus, du dem Organon und so. Genau. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Ah. Du das. Viva la Revolution! Und so. Fischi, Fischi. Das macht doch alles keinen Sinn. Was soll das denn? Na was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da. Wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Entschuldigung. Ich musste mal kurz husten. Einen kleinen Frosch mal. Ich hoffe, es war nicht allzu laut. So. Delfine, check. Hallo, ihr süßen Delfine. Sie können es kaum erwarten. Genau wie ich. Ja. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Ich glaube auch. Kann ich nehmen Bananen füttern? Ich kann Ihnen auch später noch Tricks beibringen. Hm. Jetzt sollte ich Sie erstmal für die Tauchbootjagd ausrüsten. Ja, definitiv. Na. Jo, du lernst aber einmal, du gehörst ja nochmals. Was möchte? Lass uns dann dieser Ort. Okay, ja, das ist nicht, das kann nicht stimmen. Ja, darum ist es. Ich riech, denk. Logen. Niemand. Logen, Digga. Ich sehe, du hast. Ha, aber. Ich will dich nicht. Ich habe es. Mäh. Warum? Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Und die Bananenfeuer werfen? Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Oh ja. Ich würde bestimmt einen Weg auf die andere Seite finden. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Was übersehen? Reifenberg, Zoll, Aufstiegsstation. Nö. Boso, du alter Pirat. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Was weißt du über Porta Fisco? Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja, ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Ah, ja, vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte, ja, ja. Oh ja, das sind immer die besten.
Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Das Tauchboot scheint untergetaucht zu sein. Da können wir lange suchen. Es sei denn, du hast einen Unterwassersuchtrupp an der Hand. Wie wäre es mit einer Gruppe ausgebildeter Torpedodelfine? Es geht aber schon noch darum, deine Freundin zur Vernunft zu bringen, oder? Im Krieg und in der Liebe ist jedes Mittel erlaubt. Jedes Mittel erlaubt, ja. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ja. Ich bin der. Ach, was rege ich mich auf? Goal. Goal, Goal, Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Na klar. Doc. Doc. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Boah. Machen wir mal. Warst du schon mal in Portafisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Arm sind sie auf jeden Fall. Wo bekomme ich noch... Nirgendwo. Ach so. Wie nirgendwo? Da kann ich dir nicht. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel. Ich habe. Es liegt an jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Ich muss ohne Probleme diesen Lotto gewinnen können. Was? Hier, guck mal, Kuppel, hast ein paar Bananen. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Komm, bekannt vor der Satz. Mietz, 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 mietz. Was sagt man da? Süß. Na dran. Lotto spielen hat nichts mit Anbrau. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Was auch immer dein System ist. Dafür brauche ich keine... Hallo, ich habe hier... Dafür brauche ich keine... Sauber. Das war jetzt aber... Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche... Hallo, ich habe hier... Vor allem hat hier umso die Gardine zugezogen. Ist ja witzig. Machen wir jetzt so. Gibt's ja nichts weiter. Unfehlbares System. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedoausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, Doc sagt, es ist wahrscheinlicher, am Lotto zu gewinnen, als immer vom Blitz getroffen zu werden. Und ich werde immer vom Blitz getroffen. Was stimmt denn nicht mit diesem Spiel? Vielleicht eine gerade Banane für Herrn Angler. Angel. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Na ja, gut, also Ruhe, das kann ich dir jetzt nicht bieten. So. Hast du Hunger? Sag jetzt nicht, du hast heimlich für mich gekocht. Oh, yeah. Nicht direkt. Hast du etwas gebacken? Torte? Früchtekuchen? Ich verrate es dir später. Es soll eine Überraschung werden. Okay. Hey, alles gut. Ich folge. Vielleicht Krawallgeholt. Oh, na endlich. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Tja. Weiter geht's. Oh, Mann, oh. Ich hoffe, du... Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken, aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Verrückt. Verrückt, sag ich euch, verrückt.
Hast du Hunger? Nein, danke. Ich bin auf Diät. Ich will fit sein, für den Fall, dass... Dass es zum Kampf gegen den Organon kommt? Es nötig wird, längere Strecken schwimmend zurückzulegen. Ja. Durchaus. Durchaus. Puh. Ich kann mich, glaube ich, nicht mal wirklich konzentrieren. Ich kam einfach nicht darauf, wie wir... Wir brauchen die Lottozahlen, um die Taubhede-Ausrüstung zu besorgen. Und wenn wir Lotto gespielt haben, dann müsste Goya vom Blitz getroffen werden können. Aber Lottozahlen bekommen wir doch vom Seher, aber der gibt uns auch gar keine weitere Möglichkeit, mal mit ihm zu sprechen. Versteh's nicht. Versteh's nicht. Gut, das schreit nach einer Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal bei Chaos auf Deponia. Und so. Ciao. Tschüss. Whatever.